Nochmal die Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead Space. So, das letzte Mal war ich ja da im Lager, da mit der Schwerkraft, wo ich ja die Anomalien beseitigen musste, wo ich da drauf gegangen bin. Das habe ich jetzt auch alles soweit gemacht und habe dann noch weitergespielt, ungefähr eine halbe Stunde, bis ich dann gemerkt habe, dass meine Aufnahme irgendwie Schrott, oder habe ich erst hinterher gemerkt, dass meine Aufnahme Schrott war, und jetzt bin ich wieder hier. Ich habe zwischendurch Nicole getroffen. Sie lebt noch, aber ich glaube, dass sie eine Ornithologin oder sowas ist, denn sie sagte nämlich beim Gespräch, also meine Süße Isaac, du machst uns wieder vollkommen. Also ich glaube, die ist auch irgendwie, na, infiziert vielleicht nicht, aber auf Seiten der Ornithologen oder so. So, und jetzt muss ich da hin. Start den SOS, den habe ich auch mittlerweile bekommen. Mal gucken hier. Immer wieder scheiße, wenn die Aufnahme auf einmal Schrott ist hinterher. Das ist. Kotzt mich an, aber was soll man machen? Okay. Freigabe bestätigt. Freigabe Nummer 3 habe ich ja mittlerweile jetzt auch. Ja, super. Was hat das denn jetzt eben gerade? Wie war das denn? Ach, hier ein. Ah, ne, Quatsch, das Ding war da noch ein Schrank daneben. Okay. So, warte mal, hier sind auch Loot-Dinger. Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt. Okay. So, warte mal, wo muss ich denn jetzt eigentlich genau hin? Ach, da. Administratorenzugang gewährt. Abschussrohre werden vorbereitet. Ja. Was war das? Die Minenarbeiter müssen die Abschussrohre mit Sprengfallen versehen haben. Die sind hin. Na super. Wir können den Sender ja nicht einfach aus dem Fenster werfen. Ach, es muss doch. Der Asteroid, der im Abbausektor zum Schmelzen verwendet wird. Was ist damit? Wenn ich den SOS-Sender an dem Asteroiden anbringe und ihn dann vom Schiff weglenke, bekommen wir eine saubere Übertragung. Und du wärst tot. Die Maschinen laufen noch alle, Isaac. Das hat wahrscheinlich auch diese Dinger ferngehalten. Das ist unsere einzige Chance, Kendra. Ich werde es versuchen. Also, auf zum Himmelfahrtskommando, oder wie? Platziere den SOS-Sender. Zerstöre die Gravitationsstrahlen. Ach, warum immer ich? Innen, außen. Warum immer ich?
Okay, wenn ich jetzt schon an der Speicherstation vorbeikomme, dann wird hier auch gleich gespeichert. Okay, wo ist der Energiekern? Ich brauche Energy. Red Bull kann ich da wohl nicht reinkippen, ne? Das funktioniert wohl nicht, oder? So, mal gucken. Warte mal. Lag hier nicht irgendwo ein Energiekern? Ach, da muss ich den da wohl nehmen, ne? Hier liegt ja keiner rum. Ah ja, da muss ich den hier nehmen. Dann muss ich den nehmen. Au! Oh, die sind aber echt robust, die Viecher. So, warte mal, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ja, da muss ich hin. Aber hier ist ein Raum, da gehen wir mal kurz rein und gucken mal, ob keiner guckt. Oh, endlich Stars mal wieder. Ich habe schon gar nicht mehr gewusst, dass es das noch gibt. Ich habe nicht mehr gewusst, dass es das überhaupt noch gibt. Also, ich muss doch jetzt. Ja, ich muss jetzt hier anfangen. Ja. Toll, jetzt ja. Na gut, hier habe ich ja jetzt Stase. Okay. Oh, was haben wir denn hier?
du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Okay. Nur wie läuft das denn jetzt? Platziere den SOS-Sender. Oh, aber erstmal wird hier Loot geholt. Aber dass hier so viele Explosionsdinger rum sind, beweist, oder ist ein sehr starker Hinweis darauf, dass hier Gegner kommen werden, und zwar Gegner, die nicht vom Pappe sind. Ja, okay. Da soll ich erstmal abwarten. Ja gut, das hält ja nicht ewig, ne? Okay. Warte mal. Okay, das hat es jetzt nicht gebracht. Ja, also so ganz genau weiß ich jetzt nicht. Wieder drauf gegangen, aber ist auch nichts Neues bei mir, ne? Mache ich ja irgendwie gerne in dem Spiel. Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Ja, aber wie zum Geier soll ich das jetzt machen? So, erstmal Loot. Ah, da ist auch noch eine Stasi-Station. So, hier kann ich ja jetzt gar nichts machen. Ach, da ist auch noch eine Kiste. Okay, soll ich jetzt... Gut, gut. So, und nun? Aber es dreht sich ja wieder.
Da muss ich dann mehr als einen reinballern. Okay. Ach ja, Kacke. Ja, Kacke. Ja, Kacke. Ich hab jetzt hier keine Stase mehr. Oh, warte mal. Ach, Mann. Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Das wird auch funktionieren. Irgendwann, eventuell, vielleicht so. Warte mal, ich will mir erstmal wieder. So, warte mal, erstmal wieder richtig hinstellen und mich orientieren. Hier war da noch irgendwo Loot. Ja, da drüben. So, da wurde irgendwo noch eine Kiste, naja. Okay. Diesmal mache ich das ein bisschen anders. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt... Ach ja, toll. Nicht dicht genug dran. Mann. So. Ich hoffe mal, dass es jetzt... Warte mal, der andere, wo ist der jetzt? Ich spüre den inneren Strahl. Ja, aber wie? Also ja klar, mit den Explosionsdingern hier. So, bevor ich das jetzt aber mache, warte mal. Das muss ich erstmal gucken, mich orientieren. Wo war jetzt hier der Boden? Ach, da ist der Boden, alles klar. Nee, andersrum. Bevor ich das jetzt aber mache,
So. Warte mal. Schade, das ist kein Speicherpunkt. Okay. Das hat jetzt nichts gebracht. Okay, da muss ich also hin. Oder? Der Heizer zerstöre den inneren Strahl 01. Ja, das war so wohl auch nicht. Ja, ich verstehe jetzt nicht, wo ich das jetzt machen muss. Warte mal. Oder warte mal. Oder muss ich vielleicht auf diese Dinger da? Gravitationsstrahl gelöst. Ah, alles klar. Okay. Gut, aber jetzt holen wir uns nochmal Stasis. Ja, war das ja am Anfang, dass ich die Dinger da jetzt kaputt dort. Oh. Jetzt habe ich wieder komplett die Orientierung verloren. Wo ist jetzt hier der Boden? Wo ist jetzt hier der Boden? Ja, war das ja eigentlich, die zu verlangsamen, war da ja am Anfang eigentlich komplett sinnlos. War da ja eigentlich sinnlos, ne? Ich muss das nur mal... So, warte mal, wenn jetzt zerstöre ich äußeren Strahl 01. So, wenn der jetzt hier... Ach nein, warum gehe ich denn da jetzt wieder tot? Och, ich habe langsam keine Lust mehr, Leute. Warte mal, kommen jetzt hier Monster? Die waren vorher aber nicht da. Au!
Die gab es vorher aber eben gerade nicht. Die gab es aber eben gerade nicht, die Monster. So, warte mal, wo kann ich jetzt hier mich wieder... Da muss ich mal wieder aufpumpen. Okay. Gut, dann muss ich mal zusehen, dass ich jetzt hier mal herauskomme. Der nächste. Da ist er. Warnung. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschultes Personal muss den Abbausektor sofort verlassen. Okay, jetzt muss ich natürlich den Sender nochmal platzieren, den habe ich gerade völlig vergessen. So, komme ich jetzt hier wieder rein? Nee, da geht doch wieder tot. Ich sehe es schon wieder kommen. So, was jetzt? Schließen hast du ihn ab. Gut. Schwerelosigkeit deaktiviert. So, warte mal. So, hier ist alles da, so Schutzzone, aber die brauche ich ja nicht mehr. Wieder 9 Schüsse. So, warte mal, was? So, hier habe ich jetzt... Gott, wie viel Schuss habe ich jetzt eigentlich für meinen... Ich weiß ja trotzdem. Ich behalte erstmal... Ja, okay, gut, nur 9 Schuss, aber... Ist ja nicht gerade der Hit, ne? So, warte mal. Ja. Wieder.
Oh nein, 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 nein. Oh. Ich wollte immer auf den scheiß Flammenwerfer wechseln, aber das funktionierte einfach nicht. So. Schieß den Asteroiden ab. Hä? Warum will er jetzt, dass ich dahin gehe? Gut, Leute, dann wollen wir mal weiter gucken hier. Ja? Ach, jetzt muss ich ja wieder den Energiekern holen. Ach nee, ne? Jetzt muss ich den Energiekern jetzt hier durch das Feuer durchholen, ne? Oh. Okay, da war irgendwas so ein Monster, das aber in den Flammen draufgegangen ist. Gut so.
Ach, ich hätte jetzt irgendwie noch mal kurz abspeichern sollen. Ne, da fahre ich jetzt nochmal runter, speichern, hab ich mir scheißegal jetzt. Das ist mir jetzt sowas von Lachs. Okay, wo schieße ich ihn denn jetzt ab? Ach, hier vorne. Oh, tschüss. Das funktioniert. Der Sender ist online und sendet im Breitband. Ich richte den Empfänger aus. Das wird eine Weile dauern. Geh zurück zur Monorail-Station. Okay. Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen, ein Abo und seid das Schicksal wieder dabei. Bye, bye.